Heute brauchen wir keine Steckdose, heute geht's um kabellos und ich bin die Josi, unabhängig sensibel. Hallöchen, ich freue mich, dass du dabei bist und diejenigen, die mich schon abonniert haben, ich freue mich über jeden das Abo, wo jetzt dazu kommt. Also vielen, vielen Dank für die letzten Abos und freue mich auch über ein Däumchen, ist ein Träumchen. Wie gesagt, das brauche ich aber euch nicht immer erzählen, oder? Däumchen ist ein Träumchen. Im Kommentar freue ich mich auch immer sehr. Ihr könnt gerne in die Tasten hauen und sagt, Josi, geh mal mehr auf das Produkt ein oder geh mal auf das Produkt ein. Bitte schreibt mir das. Diesmal habe ich bunt gefächert und ist ein Muster mit. Ich habe auch, wo man ja zum Beispiel keine Steckdose braucht für einen Textilerfrischer, habe ich rausgenommen, weil ich brauche die Textilien dafür. Aber ich brauche auch Wäsche und die Wäscheprodukte für Textilien. Deswegen habe ich das zusammengeschlossen. Und für die Waschmaschine brauche ich eine Steckdose. Also wir wollten ja ohne Kabel heute reden. Ja, da haben wir verschiedene Produkte. Es gibt Top und Flops auch dort, muss ich ehrlich zugeben. Oder was ich schade finde, sage ich euch auch dann manchmal was dazu. Aber ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Top-Produkt an. Wo ich sage, ich finde es top, aber negativ muss ich sagen, bin ich enttäuscht von Sensi. Früher gab es die 1 Cent. Jetzt kann ich nur 3 Stück vom einen Duft kaufen. Das Thema ist die Sensi. Sensi, die haben früher 4 Euro noch was gekostet. Jetzt kosten sie 3 Stück. Glaube ich. Ja, 3 Stück gibt es zusammen im Bundle. Ihr könnt auch noch 6 kaufen. Da gibt es ein bisschen Rabatt. Da könnt ihr nur 3 Düfte von Pink Cotton zum Beispiel haben. Hast du jetzt der Mücke gefunden? Mein Hund hat eine Mücke, der fand gerne Mücke. Jetzt guckt er die Mücke an der Wand an. Hast du Probleme, Hund? Naja. 3 Stück oder und ja, gibt es halt nur noch so. Wo nehme ich sie persönlich? Ich tue sie in Auto hängen, ich hänge es im Kleiderschrank. Mal wenn ich im Urlaub bin, würde ich ihn wieder mitnehmen. Wenn ich in diesem nächstes Jahr einpacke. Ihr könnt auch in die Handtasche mal werfen, in die Jacke. Ja, in die Jacke. Erzähle ich gleich wegen anderen Produkt-Dings ins Auto. 2 Wochen sagt ungefähr Sensi. Ich sage plus, minus, immer ein bisschen mehr oder weniger. Kann auch passieren, sage ich ehrlich. Ich habe auch schon einen Duft gehabt, den hat schon eine Woche wahrgenommen am Auto. Okay, ich mag es auch. Es muss bei mir ballern, aber auch nicht so ballern, dass ich denke, ich kriege keine Luft mehr. Aber es muss ein bisschen ballern. Und im Winter habe ich auch mal eine Sense, die habe ich über 2 Monate drin und die duften noch. Also zum Testen von Düften finde ich das klasse oder mal als kleines Mitbringsel finde ich das auch super. Ja, das ist zu Pink Cotton, es ist Duft Pink Cotton zu Sense zu sagen. Es gibt auch manchmal Special-Angebote, da gibt es 3D-Zirkel. Gab es halt letztes Jahr, dieses Jahr gab es noch keine. Also mal gucken, was Sensi noch bringt. So, aber Sensi-Zirkel gehen immer bei mir. Im Auto, da hängen mindestens, habe ich glaube ich 3 Stück hängen vom letzten Jahr noch. Ich habe die gar nicht abgemacht. Und ja, dann haben wir unsere Carbars. Preise, wie gesagt, ich habe sie nicht alle im Kopf. Carbars gibt es einzeln, aber auch nicht in vielen, vielen Düften, muss ich sagen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange der hält. Muss ich ehrlich sagen, weil ich die einfach reinhänge und irgendwann rieche ich nicht mehr und dann hänge ich den nächsten rein. Und dann wird mein Spiegel immer voller. Und wenn er voll ist, hänge ich ihn auch ab. Das ist ein Carbar fürs Auto. Könnt ihr die nehmen, ihr könnt sie auch in die Kommode legen, wie Sandsäcke. Ihr könnt die auch in die Handtasche ein bisschen so als Deko-Objekt hängen. Ihr könnt auch als Ohrringe euch die basteln, ja. Ich komme da noch auf mehr Ideen, aber ich halte mich zurück. Ja, dieser Carbar, der war aber nicht bei mir im Auto. Ja, der war nicht bei mir im Auto, der war meine Arbeitsjacke. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn lange in meiner Arbeitsjacke gehabt. Ich habe die Arbeitsjacke letzte Mal benutzt, weil es wurde ja auch wärmer im Mai. Und da war so ein Tag drin, ich war viel mit dieser Jacke unterwegs und wir hatten, ich war so unmotiviert, da habe ich gesagt, im Rucksack hatte ich noch einen,
Aber noch eingepackt, ich wollte den eigentlich ins Auto hängen und ich habe den in die Jacke gemacht. Die Jacke drüber kam immer schön auf Spalt rein. Dann habe ich den bei mir immer drin gehabt, die ganze Zeit. Und ich räume meine Jacke aus. Und die Jacke hatte ich zusammen geknüllt in der Tasche gehabt. Ich habe jetzt rausgeholt zum Waschen. Ich wundere mich, was riecht denn hier so schön? Das war mein Jack. Mein Jack hat immer noch ein bisschen geduftet. Ja, Carpas kann man auch rumbringen. Ich habe auch einen Säcksäckel schon in der Weste gehabt, dass so zwischendurch so ein schöner Duft hochkam. Weil der Tag war beschissen und der hat einen Säcksäckel in der Jackentasche. Und ich hatte einen Carpa. Und wenn die nicht mehr so duften, kommen die bei mir am Schlüssel. Da habe ich das als Schlüsselanhänger und dann irgendwann fliegt der weg, wenn der nicht mehr so schön ist. Und ja, das wechselt halt dann bei mir. Geht da. Wie gesagt, ihr könnt den super Ding. Und wenn die nicht mehr duften, ihr wisst bald, was da hängt, steht, da könnt ihr die. Moment, ich muss die Kamera so. Könnt ihr die ja auch an das Bäumchen hängen. Oder eine Zirnzirkel. Wir haben Zahnduft drin, der müsste eigentlich noch mal reinkommen. Hängt der Zirnzirkel in dem künstlichen Weihnachtsbaum? Das ist eine Idee. Muss ich mir aufschreiben, muss ich mir diktieren oder das Video noch mal gucken. Ja, Josi kommt auf die Ideen und wir sind noch Dings. Wir sind noch nicht mal am Ende und wir sind schon am Lachen. Josi hängt sich. Es hat jemand gemacht aus dem Team. Die hat Zirnzirkel an den Baum gehängt. Ich weiß es nicht mehr, wer. Aber das hat jemand gemacht. Ist niemand aufgefallen, dass er keine richtige Kugel macht, sondern die. Das müssen wir machen. Ich hänge es jetzt ja auf. Ich heb noch, ich habe ja noch 3 Zirkel im Auto. Da fällt das auch nicht so auf. Kausch noch, müsste ich noch mal welche bestellen vor Weihnachten. So Weihnachtslichtdüfte. Komm mal hin. So. Was haben wir noch? Ja, was ihr auch für die Schubladen nehmen könnt, auch für die, ich sag mal vor die Sporttasche. Für die Sporttasche, ihr kennt die Sporttasche von den Kindern, die können auch ganz schön muffeln. Oder auch die Schulranze oder Dings, wenn ihr da frischen Duft haben wollt, könnt ihr einmal sowas reinhängen. Ja, funktioniert auch. Muss ich auch mal dran denken, bei meinem Sohn reinzuhängen. Oder, da werde ich ihn aber vom Duft her nicht überzeugen, wie ich ihn her habe. Wie ein Buttercream, auch wenn er in Vanille lebt. Aber Vanille Bean Buttercream, weiß ich nicht, ob er es so will, wenn er die Tasche aufmacht, Dings. Das ist unser Reisetwister. Ja, so ist er zu. Und wenn ihr den dreht, ich benutze den kaum, weil ich. Warte mal, mal das mal. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, er dreht so leicht auf und so stark er den haben wollt. Ganz leicht, volle Pulle, wie er das möchte. Und ihr habt ja auch noch mal als Besonderheit die Duftkategorien drauf. Ja. Das ist unser Senseke, 10 Euro. Also, wie lange der hält, keine Ahnung. Mein Sohn hat einer in Gogo Mango, da müsste ich mal dran schnuppern. Ich sagt meine Uhr, ja. Bisschen Training machen wir noch nicht mehr. genau, 10 Euro, das war ich auswendig. Ja, das ist mal ein Preis, wo ich auswendig war, weil es ein. Und für die Schubladen mal reinzuschmeißen, wenn ihr im Urlaub seid oder in die Reisetasche, Koffer, halt, dass ihr einen schönen Duft drin habt. Also eine Kollegin, die ist jetzt auf dem Urlaub gewesen, die war auf einer Kreuzfahrt, die hat gesagt, sie ist auf der Rettung, auf dem Rückweg Reisetwister drin zu haben, wegen der Dreckwäsche. So, noch ein Produkt, wo wir kein Kabel haben, aber auch einen schönen Duft mal zwischendurch zu links, ist unser Raumspray. Es ist auf Wasserbasis. Ich habe hier Winterberry Apple Tea. Ich habe es auch noch, ich glaube, Moment, jetzt kann ich euch sagen, was ich schon leer gemacht habe. Müsste ich aus dem Auto halt, hätte ich Aufbrauch machen können. Moment, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Oh, ja, komm. Ist ein Wäscheduft. Ich komm gleich drauf. Komm ich schnell drauf? Oh, Mann.
Kloßlein. Der ist schon leer gegangen. Und ja, geschwind der Barry Apathy. Passt für die Wahl. Ich nehme den Saugspray auch mit auf Arbeit. Wisst ihr warum? Ihr wisst, wie es manchmal auf dem Klöschen steht, manchmal Düftchen gibt. Selbst bei uns gibt es mal ein Düftchen, aber da mache ich mal so. Und da riecht es zumindest erstmal in dem Moment, wo ich auf dem Klöschen bin, schön. Ich hab's aber auch schon. Bitte macht's nicht nach, ist eine Warnung, weil es ist kein Textilerfrischer. Ich habe auch schon Kloßlein genommen. Ich schäme mich dazu. Ich habe vergessen, Moins Deo zu benutzen. Und ich habe irgendwas gehabt, mir gefehlt. Ich habe mir Spritzer Raumspray auf mich gesprüht. Mit Kloßlein. Ich habe nur Kloßlein gerochen. Hat keinen aufgefallen, aber man muss ja mal das ausnutzen, was man da, ja, auch mal um einen kurzen Duft in den Raum zu kriegen, wenn man auf dem Klöschen war oder Besuch gerade kommt, vorher kommt, und dann macht man einfach vor der Haustür 1, 2 und fertig ist. Jetzt rieche ich nach Winterberry Apple Tea. Ja, ist ja egal. Wir sind ja unter uns, das ist egal, und mein Hund stört es auch nicht. Er hat die Mücken nicht bekommen, er hat den Kopf jetzt runtergelegt. Der war da schon. Okay. Dann haben wir, ich hab's rausgeholt. Ist nicht mehr die schönste, ist unsere Duftblume. Duftblume gibt es in verschiedenen Duftrichtungen, verschiedenen Blütenfolgen. Das ist meine Butter. Nee, das ist die Bell. Nee, die Dahlia. Dann haben wir noch die Buttercup. Und dann, ich sag zu, das ist sieht aus wie eine Gerbera. Und dann haben wir zur Winterzeit immer mal was Specials, haben wir auch mal andere Blütenformen, aber kann sein, dass der Duft. Und dann haben wir für uns Stitch und Angel den Duft, und die haben eine Hibiskusblüte. Die habe ich auch noch irgendwo stehen, aber die ist schon ausgedüftet. Aber hier habe ich die Chemie-Time. Ganz, wenn man rangeht, riecht sie noch. Ich habe die ungefähr über 6 Wochen gehabt. Also 3 Monate. Denn sie sagt 6 Wochen, ich hatte 3 Monate. Es kommt auch drauf an, wo er steht. Ob sie im Zug steht, ob sie irgendwo in der Ecke, wo kein Lüftchen hinkommt. Ja. Also ich habe meine in der Regel 3 Monate, ein bisschen länger. Also ein Blumenstrauß könnt ihr da gut mit ersetzen. Wenn ihr mal sagt, ich möchte mal was anderes schenken. Die Duftblume hat längeren Duft. Ja, es gibt sie dazu. Für kleine Räume sehr gut geeignet. Fürs Klöche zum Beispiel oder die Abstellkammer könnt ihr auch beduften. So ist es ja nett. Ihr könnt auch im Schlafzimmer, wenn ihr sagt, ihr wollt keine elektrische Duftlampe im Schlafzimmer, im Flur könnt ihr sie stellen. Ihr könnt vielseitig hinstellen. Ihr könnt sie auch als Tischdeko hinstellen. So ist nicht, ihr könnt die Banderole abmachen, die geht ganz leicht ab, wenn es gleich abgeht bei mir. Also, nee, das war der Zettel. Vorführeffekt. Könnt ihr hier lösen, ganz vorsichtig. Macht das aber vorher, die Blume reinmacht. Also, der kommt ein Deckelchen vorher, ein schwarzen, dann macht ihr es vorher ab. Also, ihr könnt sie abziehen. Könnt ihr ein paar Blinkersteinchen dran machen oder wie ihr das möchtet, wie hier. Und hier unten drunter habt ihr auch im Notfall, wenn ihr nicht mehr wisst, was ihr als letztes hattet, habt ihr auch auf Baba mit dem Namen drauf. Ja, so sieht sie aus. Das ist eine Sache, wo man einen Raum bedürft. Dann, ich muss da ein bisschen ausschweifen werden. Wir haben die Body Clips und wir haben auch manchmal die Sensi Charms Clips. So zwischendurch. Und ich habe jetzt den Clip, den Charm Clip. Ich nehme sie fürs Auto, ihr könnt sie aber auch so schön an eure Handtasche machen, ihr könnt sie aber auch an die Schulranze machen von den Kindern. Könnt ihr fantasiefreien Lauf haben oder einen Kleiderschrank hängen oder an die Garderobenschrank reinhängen. Sowas hier. Wir haben das auch als T-Shirt. Nicht mit so Gebambel, mein Hund guckt gleich, was da bimmelt. Das ist nichts für dich. Also hier sind unsere Kügelchen drinne. Von unseren Zen Packs, die zeige ich euch auch gleich, drin, und
Das bedürftet ja auch. Wie lange so ein Ding heißt, weiß ich auch nicht im Kopf. Aber 6 Wochen habt ihr mindestens was. Erst seid ihr ein bisschen stärker, dann nimmt es ein bisschen ab. Und dann irgendwann hängt er mit der Nase dran, dann riecht er ein bisschen was. Und dann irgendwann riecht er gar nicht mehr. Aber bis jetzt tun meine fast alle meine Bodyclips noch immer noch, wenn ich so mache, einen leichten Duft haben. Ich finde die schön, sind blushig, süß, und ich habe ja ein paar, habe ich euch ja in den letzten Hauls ja schon gezeigt. Ich habe ja ein paar. Also, Dings. Und die kommen immer so in einer schönen Verpackung. Dann kommen wir zu den, ich hoffe, dass da einer drin ist. Ja, ist einer drin. Bei meiner Tochter. Die räumt sie gerne um. Dann haben wir unsere Sandpacks noch. Für den Kleiderschrank sind die. Die waren früher für was anderes kompliziert, aber da kommen wir auch gleich zu. Das ist jetzt hier Pink Cotton, ist auch ja. Und ja, den könnt ihr auch in die Sporttasche hauen, in den Kleiderschrank hauen, in die Kommoden hauen, in die Schuhe könnt ihr auch tun. Wenn ihr Dings sagt, in den Schuhschrank könnt ihr die tun. Also ihr habt auch wieder vielseitig einsetzbar. Ich habe auch schon in meinem Kofferraum einen reingehängt. Ja, der Kofferraum soll auch schön riechen, wenn ich den aufmache. Da habe ich auch ein schönes Dufterlebnis. Und es kann auch passieren, dass die Nächsten nebendran sagen, was riecht denn hier so schön, wenn ich den Kofferraum aufmache. Ja, da sind die. Kann ich auch den ganzen Raum nicht beduften, aber für mich das Wohlfühlen, manchmal braucht man was zum Kuscheln. Und das sind unsere Sensi Buddies. Gibt es in lizierter Version. Gibt es auch nicht lizierter Version immer mal. Und dort, man muss es nicht machen, man kann es machen. Ich tue da immer ein Sandpack rein. Meine Tochter mag, wenn die Kuscheltiere schön riechen. Ihr könnt den als Sorgenfresser benutzen. Also Sandpack ist bei unseren Buddies immer dabei. Und da bedürftet ihr auch leicht. Ihr könnt euren neben Kopf, ihr könnt kuscheln, habt einen schönen Duft dabei. Ach, Hühnchen, setzt du dich jetzt hin. Aber das Kuscheltier kriegst du nicht. Da brauchen wir uns jetzt nicht drüber reden. Könnt damit kuscheln und habt einen schönen Duft. Ihr denkt, weil Düfte tun viel machen. Also ich muss jetzt sagen, ich freue mich, wenn mein Mann Nachtschicht hat und ich da alleine im Bett liegen kann, weil dann kann ich nebenbei eine Duftlampe anhaben. Die ganze Woche und mache die morgens nur aus und habe einen schönen Duft und kuschel und bin entspannter. Ja, ich habe es auch gern, dass mein Mann mal neben mir liegt, aber ich bin auch froh, wenn er mal nicht neben mir liegt und ich auf dem Kuscheln nehme ich was zum Kuscheln. Und ja. Hast du gerade Probleme, Hund? Wenn er was knabbern hört, das ist mein Hund. Der kann sich nicht entscheiden, ob er jetzt das Öhrchen nimmt oder den Knochen. Haben wir uns jetzt entschieden? Er nimmt den Knochen, geht wieder. Also okay. Ja, so könnt ihr auch beduften. Also ihr seht, wir haben auch Sachen ohne Stecker, ohne, dass ich eine Powerbank brauche, eine Steckdose. So, da haben wir ein bisschen was. Ja, ich, wenn einer sagen würde, was meine Top, meine Top-Produkte. Fürs Auto bin ich bei Sandcycle, Bars und bei Charms und bei Sensi Claps bin ich dabei, ja? Da bin ich dabei fürs Auto. Für zwischendurch mal schnell, wenn mal ein Düftchen nicht da ist, was sein soll, bin ich fürs Raumspray. Reisetwister, ich habe keinen richtigen Verwendungszweck. Ja, weil ich kann auch meine Sensi Buddies mal kurz leer machen für den Urlaub. Ich habe ja ein paar. Und kann die, dann nehme ich ein Sandpack. Oder wenn ihr Winterklamotten einmottet. Tipp, Sommerklamotten einmottet. Und die in Badkuchenbeutel reinmacht. Macht ein Sandpack mit rein. Duftet eure Dings. Zum Verschenken für sich selber und für kleine Räume. Unsere Duftblume, ich habe sie wirklich, eine hatte ich mal 3 und 6 Monate gehabt, mal eine nur 2 Monate gehabt. Es kommt immer drauf an, wo sie steht.
Und verschiedene Blütenformen hat das was zu bedeuten. Der eine ist intensiver am Duft oder weniger. Es kommt auf das Öl auch drauf an, was für einen Duft er ausgesucht hat, wie intensiv der Duft wahrnehmbar ist. Wir haben ja Düfte, die sind leichter, sind schwer, welche sind intensiver. Die Blüten an sich hat das nichts zu tun. Ob die jetzt viele kleine hat oder viele große, hat das nichts zu tun. Ich habe mich da extra mal ein bisschen ausgetauscht. Es kommt wie drauf an, wie der Raum ist, wirklich. So, das nur zur Blume, finde ich super. Und was ich auch liebe, ich finde es halt kuschelig, man hat was zum Entspannen, ist halt unsere Sensi-Buddies. Die finde ich schön. Es gibt ja so viele verschiedene schöne. Könnt ihr im Shop vorbeischauen, unten in der Videobeschreibung ist mein Shop verlinkt. Und für Weihnachten sind da noch viele, viele schöne Sachen drin. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach rein. Oder wenn ihr sagt, Lucy, geh mal mehr auf das Produkt ein oder auf das Produkt oder mal auf das Produkt. Schreibt das gerne mal rein. Da bin ich offen für. Freue mich darüber auch, weil es bringt auch Abwechslung hier auf dem Kanal. Auch mal wieder back to the roots gehen. Wieder mal von neu zu starten, weil es kommen ja auch immer wieder neue dazu. Oder man kann mal aus dem Austausch gehen mehr. Der eine sagt, ey, ich habe die Erfahrung mit dem gemacht. Wie ist denn deine Erfahrung? Dass wir da drauf aufbauen ein bisschen und hier eine schöne Community werden. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wenn ihr mich abends seht. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch. Ich habe schon ein paar Ideen wieder, wo wir weitergehen. Wir gehen, denke ich mal, gehen wir zum Putzen und zum Waschen drüber. Vielleicht, oder es kommt was anderes, mal gucken. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr gerne haben möchtet, ob ich erklären soll, wie ein Party-Link oder wie das bei der Party ist, abläuft, wie das denn mit den Prämien ist, ob ich euch das mal erklären soll, wie sich das so aufbaut. Wir können Wäsche und Reiniger auch gerne machen und wie eine Handcreme funktioniert und wie ein Duschgel funktioniert, brauchen wir auch nicht, glaube ich, machen. Großartig. Aber wenn da Interesse ist, können wir auch darüber reden. Ich auch da. Also, ich würde sagen, in diesem Sinne, macht es erstmal gut. Passt auf euch auf. Düftet schön und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Ciao.